Hallo liebe Freunde der gepflegten digitalen dentalen Unterhaltung. Heute möchte ich euch eine Entscheidungshilfe beim Kauf eines Intraoralscanners bieten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D2D. Dem Kauf voran sollte eine ausgiebige Bedarfsanalyse gehen. Ihr müsst schauen, was wollt ihr denn überhaupt versorgen, beziehungsweise was habe ich für Patienten in meiner Praxis. Wenn ihr vor allem im Bereich der Totalprothetik unterwegs seid, dann braucht ihr keinen Intraoralscanner. Zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Liegt daran, dass ihr eine Umschlagsfalte noch nicht sauber gescannt kriegt. Eine Mucosa zu scannen ist mittlerweile kein Problem mit den gängigen Scannern. In der Umschlagsfalte ist es aber das Problem, dass jede Scan-Software auf dem Markt Bewegungen gleich einem Fehler setzt und sie somit ausradiert. Das heißt, ihr kriegt keinen sauberen Funktionsrand. Solltet ihr viel Kieferorthopädie machen, bin ich der Meinung, kommt ihr um einen Intraoralscanner nicht drum herum. Es ist für den Patienten unheimlich komfortabel, gerade auch bei kleinen Kindermündern, keine große Abdruckschlacht, sondern ihr habt einfach euren sauberen Scan. Zu beachten dabei, solltet ihr wirklich Invisalign voll digital machen wollen, kommt ihr um den iTero-Scanner nicht drumherum, da das System nach wie vor geschlossen ist. Im Moment drücken zwar fast alle Hersteller ihre eigenen Aligner auf den Markt zu drücken und so wird das Angebot vielfältiger, aber für reines Invisalign nach wie vor der iTero. Solltet ihr vor allem Implantatprothetik oder festsitzenden Zahnersatz machen wollen, ist mein Credo ganz klar für den Intraoralscanner. In mehreren Studien konnte mittlerweile nachgewiesen werden, dass der Intraoralscan den bisherigen Goldstandard des Imprägungsabdrucks erreicht, wenn nicht sogar überholt hat. Kommen wir zum zweiten Punkt. Welcher Scanner ist der richtige für euch? Hierzu meine Empfehlungen. Erstens, testet die Scanner ausgiebig und damit meine ich nicht nur am Demo-Modell. Am Demo-Modell bekommt jeder ganz schnell einen Scan hin. Testet sie wirklich im Mund. Hier sieht man wirklich die Vor- oder Nachteile eines jeden Scanners. Dazu kommt, ich persönlich habe auch meinen Lieblingsscanner. Dem einen liegt die eine Software besser, dem anderen die andere. Deshalb testet ausgiebig. Noch ein wichtiger Punkt. Wie sieht es mit Updates aus? Müsst ihr für jedes Update bezahlen? Gibt es überhaupt regelmäßige Updates? Hier ein kleines Beispiel dazu. Der Firma Medit ist es gelungen, in den 3 oder 4 Jahren, die der Medit i500 nun auf dem Markt ist, die Scan-Geschwindigkeit um 4,5 Mal schneller zu machen, nur durch Software-Updates. Der dritte wichtige Punkt, das Hardware-Setup. Welche Software benutzt euer Labor? Sind die Datensätze, die aus eurem Scanner rauskommen, kompatibel mit der Laborsoftware? Am Rande nur ein kleines Beispiel aus unserem Alltag oder aus dem Beginn unserer Digitalisierung. Die Datensätze aus unserem ersten Intraoralscanner waren nicht kompatibel mit unserer damaligen CAM- und CAD-Software. Das heißt, wir hatten eine Vektorverschiebung, wodurch wir nicht passende Kronen hatten und das führte dazu, dass wir mehrere extremst teure Zusatzmodule kaufen mussten. Ein weiterer Punkt, wenn ihr kein hauseigenes Labor habt, wie kommen die Daten ins Labor? Ist eure Internetleitung schnell genug? Wird das Ganze vielleicht in der Cloud abgelegt? Auch das ein Punkt, über den ihr mit eurem Labor sprechen solltet. Und der letzte Punkt in dieser Rubrik, euer Speicherplatz. Unterschätzt nicht, wie viele Daten ihr bei euch anhäuft. Das geht in mehrere Terabyte, wenn man das ausgiebig betreibt. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Ich kann euch nicht sagen, kauft genau dieses Gerät, das ist das Gerät der Wahl. Dafür sind einfach die Geschmäcker und auch die Anwendungen zu unterschiedlich. Was ich euch aber sagen kann, die Entwicklungen der ShareSight-Lösungen sind so rasend schnell und so unglaublich gut, dass wir mittlerweile den ehemaligen Goldstandard, den Impregum-Abdruck, erreichen, wenn nicht sogar übertreffen. Und deshalb ist meine Meinung, wir können es uns nicht leisten als Zahnärzte, die ShareSight-Lösung außer Acht zu lassen. Und deshalb mein ganz klares Votum für den Intraoralscanner. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, welche Scanner ihr benutzt. Ich freue mich auf eure Meinung. Bleibt gesund!